Tag zusammen. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Potananda. Ja, ich bin unterwegs auf einer Reise und wenn ihr Bock habt, dann kommt doch einfach mit. Ich bin mal eben unterwegs nach Afrika. Was? Wohin? So, wie ihr seht, bin ich auch nur mit leichten Gepäck unterwegs. Und da sind wir schon angekommen in Afrika. Denn wie jeder weiß, ist ja die Seele von Afrika in Rüttenscheid. Glaubt ihr nicht? Ja, dann mal los, auf geht's. Ich bin Ethnologe, Fotojournalist und Inhaber von dem Soul of Africa Museum. Ich beschäftige mich mit Afrika seit 53 Jahren. Und habe bestimmte Länder immer wieder besucht, bereist und da auch gesammelt. Und Dokumentarfilme gemacht und Bücher, viele Ausstellungen auch in anderen Museen. Und das Museum hier in Essen-Rüttenscheid, diese Räume habe ich seit, seit 35 Jahren. Das war früher, hatte ich das als Büroräume und dann später als ein Lager für die Afrika-Sammlung. Und viele Kuratoren von anderen Museen hatten Interesse an meiner Sammlung. Und da habe ich gesagt, wir sollten diese Räumlichkeiten ein bisschen netter machen. Und ich hatte da zwei Praktikanten, habe daran gearbeitet, also dass wir hier eine Ausstellung aufbauen. Die Presse hat davon Wind bekommen, hat darüber berichtet. Und dann hatten wir es geöffnet fürs Publikum. Und das Museum ist inzwischen ist es weltbekannt. Ich habe den Namen Soul of Africa benutzt. Das war 1995. Da hatte ich ein Buch gemacht, das Soul of Africa heißt. Und wie kam ich auf den Namen? Das, ich hatte einen Verlag, eine Buchidee verkauft, ich wollte es Kunst und Kultur in Afrika nennen und der Verleger fand das gar nicht gut und dann fiel mir ein, einen Morgen, das Name sollte heißen Soul of Africa, das Buch. Hatte ich ihn nochmal angerufen, hatte ihm das vorgeschlagen, da sagte er, ja prima, das machen wir. Ja, und so ist halt dieser Name hängen geblieben und das Museum habe ich dann natürlich auch Soul of Africa genannt. Ja, wieso Essen-Rüttenscheid? Vor 1985 suchte ich Büroräume, ich hatte damals eine Fotoagentur und das stand leer, Rüttenscheider Straße 36. Ich konnte es mieten, ich hatte meine Agentur hier und dann, meine Wohnung war voll mit Afrika-Kunst und nachdem die Agentur auch größer wurde, waren diese Räume leer und da habe ich gesagt, nicht, also das könnte ich doch erstmal hier als Lager nehmen für die Sammlung. Und da sehr viele Kuratoren aus anderen Museen großes Interesse hatten an dieser Sammlung, hatte ich meinen Praktikanten gesagt, sie sollen das hier mal schön machen, aufbauen, streichen, ein bisschen umbauen, eine Wand durchschlagen. Und wir machen ein Museum daraus. Und die Presse hat davon Wind bekommen und haben dann gesagt, immer mehr Presseberichte kamen, auch Fernsehen kam. Und Besucher haben mich angerufen, wollten das unbedingt sehen. Da habe ich gesagt, okay, wir machen es auch für die Öffentlichkeit. Und so ist dieses Museum gewachsen. Und ich habe sehr viel dazu gesammelt, durch sehr viele Reisen, hunderte von Reisen, nach Afrika und dann kam auf einmal die Diaspora dazu. Ich hatte eine Riesensammlung aus Kuba geschenkt bekommen von einem alten Ethnologe, italienischen Ethnologe, der auf Kuba geforscht hatte, vor der Revolution. Und der hatte einen Lehrstuhl in Verona. Und der ist, irgendwann ist das geschlossen worden, weil die italienische Regierung das nicht mehr finanzieren wollte. Italien ist ein katholisches Land. Da hat er mich gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Ich habe es gerne übernommen, weil die Sammlung war riesig.
Und ich konnte es eigentlich gar nicht mehr lagern. Also wohl, im Museum war es so nett, dass ich es bei dort lagern konnte, einige Jahre. Und da kam eine zweite Riesensammlung noch dazu, aus Kumanda, aus Brasilien. Und gut, ich sammelte natürlich auch immer weiter in Afrika. Und dann kam noch eine große Haiti-Sammlung zusammen. Nicht? Also ist diese Sammlung inzwischen riesig und ist die größte Sammlung, die es gibt in Europa zu diesem Thema. Nicht? Also Voodoo und verwandte Religionen. Und wir werden die nächste Ausstellung, die wir machen werden, wird Voodoo in Afrika und in die Diaspora sein. Nicht? Also die Ausstellung wird heißen Voodoo Rainbow. So, also jeder hat so eine Vorstellung, was ein Zombie ist, nicht durch die schlechten Hollywood-Filme. Ich habe immer in allen meinen Vorträgen gesagt, das ist Unsinn. Nicht? Das ist eine Erfindung von Hollywood, das gibt's nicht. Ich habe das besser gelernt 2010 nach den großen Erdbeben auf Haiti, tausende von Menschen tot. Und nachdem sich das etwas beruhigt hatte, liefen sehr viele verwirrte Menschen durch die Straßen von Port-au-Prince und wurden aufgesammelt und in die Psychiatrie eingewiesen. Zu der Zeit war ein französischer Arzt, der als erster Blutproben genommen hat, von all den neu eingewiesen. Bei 20 Leuten hat er Spuren von dem Kugelfischgift gefunden. Also ein Indiz, dass es Zombies wirklich gibt. So, das Zombie-Gift, nicht, ist eine Mischung von die Galle und Leber von dem Kugelfisch. Dann kommt noch etwas von einer Kröte rein. Dann sind verschiedene Pflanzen, die reinkommen und andere Sachen. Und Glassplitter. Genau Rezept kennt man nicht. Das versuchte man seit Jahren rauszukriegen, aber es ist ein Geheimnis. Und das fing alles an, nicht, in der Revolution auf Haiti um 1800 herum. Die Maroons, die entlaufenen Sklaven, die in den Bergen und in den Wäldern lebten. Ziemlich wilder Haufen. Man hat gesagt, man muss jetzt irgendwie Ruhe reinkriegen. Und so hatte man eine Geheimgesellschaft gegründet, die heißt Bisango. Und die Sango-Gesellschaft hat eine starke, strenge Hierarchie mit einem Imperator ganz oben, eine Königin, ein König, ein Präsident, ein General und so weiter nach unten. Und diese zuständig für die Zombifikation. Nicht? Also zombifiziert werden nur Menschen, die Kapitalverbrechen gemacht haben. Nicht? Also, und diejenige, die zuständig ist für die Zombifikation, ist die Königin, the Queen.